Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Lange ist es her, jetzt habe ich endlich mal wieder was Neues für euch. 9 neue Legenden wurden geleakt. Und wem es gleich auffällt, komischerweise ist auf dieser Map, auf dieser, ich sag mal, Charakterauswahl-Map, da sehen wir die neuen Legenden, alle Bilder hauen nicht zu 100% hin, es sind ein paar Platzhalter dabei. Verliere ich gleich ein paar Worte drüber, nicht, dass er euch da ein bisschen, ich sag mal, verarscht fühlt, weil es zum Beispiel ein Platzhalter, das ist das Bild von Poseidon Fuse, dem Skin, das ist ein bisschen merkwürdig, was auf jeden Fall auffällt. Blisk ist zum Beispiel gar nicht zu sehen, obwohl der ganz hoch im Kurs für einer der nächsten Legenden in den, ich sag mal, nächsten 2, 3, 4 Seasons gewesen wäre. Bevor ich euch die neuen Legenden vorstelle, unter anderem zwei Legenden, wo die Fähigkeiten schon, ich sag mal, relativ safe sind, zum Beispiel die Legende in Season 13. Newcastle, ganz wichtig, ich veröffentliche heute noch, wenn das jetzt zeitlich passt, ich habe das Video einen Tag vorher aufgenommen, haue ich noch auf meinem Drittkanal, der Apex Inspector, einen kurzen Clip, geht ungefähr eine Minute, über einen kleinen Showcase auf dem Trainingsgelände vom neuen Krypto-Erbstück. Es sieht verdammt echt aus. Ich glaube nicht, dass es ein Fake ist. Das sind diese typischen Animationen, die du so mit diesem Erbstück machen kannst. Die sind sehr, sehr geil. Hau ich auf den Drittkanal raus. Wer da noch nicht reingeschaut hat, dort gibt es kurze Clips, Store-Updates und so weiter. Ohne Blabla, ohne meine Hackfresse und so weiter und so fort. Also alles kurz und knapp und relativ knackig. Verlinke ich hier. Wer da reinschauen will, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir fangen jetzt mit diesem Bild an. Wie gesagt, Newcastle, das soll wohl angeblich die nächste Legende in Season 13 sein. Ihr seht jetzt anhand der ganzen Bilder, dass es entweder eine schlechte Montur ist oder Playtests oder wie auch immer. Vergesst nicht, es sind Leaks. Das ein oder andere kann ja definitiv noch nicht hundertprozentig feststehen oder könnte sich noch ändern und so weiter. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Über die letzten Jahre ist das ja schon immer so gewesen. Wir fangen einfach mal rechts mit Mad Maggie, also neben Mad Maggie an. Ihr seht, muss ich jetzt nicht erklären, das ist ein Platzhalter von einer unterstützenden Legende. Das Bild ist von einem Dummy. Conduit heißt diese Legende. Da habe ich natürlich jetzt noch keine Fähigkeiten. Rechts daneben ist eine Raccoon-Legende, also eine aufklärende Legende. Scryer nennt sich diese Legende. Ganz unten links Newcastle, wie gesagt, in Season 13, die nächste Legende aller Voraussicht nach. Dann kommt Uplink, Vantage, eine Raccoon, also eine Aufklärer-Legende, die wohl, die wohl in Season 14 kommt, das ist Käse, aber ich habe schon ein Bild von ihr und ich habe auch die Fähigkeiten. Die sind aber ein bisschen konfus und lassen sich auch sehr bescheiden übersetzen. Wer sich den Spaß machen will, kann das gerne mal beim Google-Übersetzer reinschmeißen. Catalyst wäre die nächste Legende. Dann haben wir Phantom. Zu Chester haben wir überhaupt kein Bild. Und Kaliber, seht ihr schon, die letzte Legende erstmal. Eine unterstützende Legende, die als Platzhalter den Poseidon-Skin von Fuse hat. Ist ein bisschen merkwürdig. Wir fangen jetzt mal mit Newcastles Fähigkeiten an. Die Passive. Retrieve the Wounded. Zu Deutsch würde ich es grob so übersetzen, wenn ich die Erklärung jetzt so lese. Gedaunte Teammates kann ich aus der Gefahrenzone ziehen, während ich sie gleichzeitig wieder hochhebe und eine Art Schutzschild vor mir trage. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schutzschild so ein bisschen so aussieht wie das rausgepatchte Schutzschild von Lifeline damals, was aufgestellt wurde, als wir unsere Teammates hochheben konnten, beziehungsweise als dann irgendwann die neue Fähigkeit dazu kam, hochheben und gleichzeitig noch eine einzelne Drohne, die ein Teammate hochhebt mit diesem Schutzschild, was ja leider rausgepatcht wurde. Die taktische Fähigkeit Mobile Shield, du kannst eine kontrollierbare Drohne werfen, die ein bewegliches Energieschild erzeugt. Kann ich jetzt auch noch nicht so viel rein interpretieren. Vielleicht so eine Art Gibby Bubble, die sich vielleicht mit dir mitbewegt, wenn du dich darin bewegst. Irgend sowas könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Oder jemand muss diese... Das ist eigentlich die Idee. Jetzt fällt es mir ein. Vielleicht kannst du die Drohne so steuern, wie du es eben mit Krypto machen kannst. Nur, dass diese Drohne quasi eine Gibby Bubble, sage ich mal, bewegen kann, wo deine Teammates sich drin aufhalten. Wenn die dann wegrennen, steuerst du vielleicht die Bubble und die sind die ganze Zeit safe. Das ist jetzt so eine Theorie von mir. Wie immer, haut in die Kommentare, was ihr so denkt. Castle War, Leap and Slam, keine Ahnung, wie ich das richtig übersetzen soll, aber grob, ihr könnt so eine Art Sprung, Slam in eine bestimmte Richtung, in ein bestimmtes Ziel oder einem Teammate machen.
Und es erzeugt so eine Art befestigte Festung. Ja, so habe ich das rausübersetzt. Der Google-Übersetzer ist da auch nicht immer sehr, sehr zuverlässig. Wie gesagt, voraussichtlich die nächste Legende in Season 13. Sind wir gespannt. Ich denke, in den nächsten Tagen und Wochen werden sich auf jeden Fall Informationen verdichten, was nun in Season 13 alles passiert, weil so weit weg sind wir nun auch nicht mehr. Hier haben wir von einem Spieletester, der hat sich gerade die Emotes angeguckt. Ihr seht, die Platzhalter von den Emote-Icons, die sind alle noch gleich. Hier sieht man noch nicht so genau, was das Emote bedeutet, was da so passiert, weil die, wie gesagt, die ganzen lila, gold und blau, das sieht alles gleich aus. Aber wenn man sich das alles so zusammen anguckt, merkt man schon, das ist relativ safe. Jetzt kommt Vantage, eine Legende, wo ich denke, dass die Texturen noch nicht passen, vielleicht das Aussehen noch nicht hundertprozentig ist. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ist das Wort äquivalent richtig, wenn ich sage, weil der eine oder andere gesagt hat, Mensch, warum gibt es eigentlich keine korpulente Legende, die weiblich ist, quasi so wie unser kleiner Speck-Korstik oder Speck-Gibraltar. Und so haben wir eben vielleicht endlich mal eine weibliche Legende, die ein bisschen mehr Speck auf den Rippen hat. Ja, wann diese Legende kommt, ist relativ unklar, da wir hier aber die Fähigkeiten schon sehen. Ja, das muss nicht unbedingt was bedeuten. Die Fähigkeiten sind allesamt ein bisschen komisch. Also die Passive, die kann ich mir noch relativ gut zusammenreimen oder erklären. Allem Anschein nach brauchen wir auf jeden Fall ein Sniper-Visier, um die taktische, nee, nicht die taktische, sondern die Passive auslösen zu können. Und wir bekommen dann, wenn wir auf Gegner visieren, taktische Informationen, wenn wir, wie gesagt, drauf visieren, sowas wie, sind die bewaffnet oder nicht, wie weit weg sind die, nah mit der Legende, wenn man es vielleicht nicht richtig erkennt, welches Schild tragen die, Teamgröße, Entfernung, den ganzen Spaß, ist auf jeden Fall relativ interessant. Und jetzt kommen wir aber zur taktischen Fähigkeit, die ich nur schwer übersetzen kann. Ich habe es im Google-Übersetzer reingeschmissen und es kann sein, dass die irgend so eine, wahrscheinlich der Best Buddy mit Valkyrie zusammen ist, denn die taktische Fähigkeit übersetzt man grob, du kannst dich, ich sag mal, katapultieren oder hinfort oder vorwärts bewegen. Sorry, wenn ich hier ein bisschen stotter, weil das wirklich ein beschissener englischer Satz ist. Launch forward to your winged companion. Also du kannst dich vorwärts zu deinem beflügelten Kompagnon bewegen. Und das kann nur Valkyrie sein. Das ist die einzige Legende, die Flügel hat. Und dann steht da Echo Order Echo bei Tapping. Hast du nicht gesehen? Also das ist ein ziemlich komisches, keine Ahnung, wenn ihr eine Idee habt, haut es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht irgendwo auf Reddit und Co. irgendwas gelesen, was das hier vervollständigt? Feuerfrei. Es klingt halt so, als müsstet ihr eine Valkyrie im Team haben, damit diese Sache funktioniert, was für mich aber ziemlich kurios wäre. Und die letzte, finale, ultimative Fähigkeit, Mark to Kill, ist auch ein bisschen kurios. Du ziehst so eine Art taktisches Gewehr, das Feinde scannen kann, allem anscheinend auch markiert. Denn wenn die Gegner markiert sind, machst du nochmal 15% extra Damage auf dieses Ziel. Und Vantage, quasi diese Legende und dein Trupp, bekommst du eine Art Schadensverdopplung für jeden Schuss. Aber die Schadensverdopplung, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sorry, wenn ich jetzt hier wirklich ein bisschen durcheinander komme, es könnte sein, dass die Schadensverdopplung nur für dieses, sage ich mal, Custom-Gewehr für Vantage selber gilt, was sie dann quasi zieht. Ja, so, das soll es im Groben gewesen sein. Das klingt für mich eigentlich so ein bisschen wie die Fähigkeit, die... Oh Gott, welche Legende war es? Eigentlich wurde Maggie eine Fähigkeit zugeschrieben, dass du so eine Art Sniper-Gewehr ziehst. Nee, es war Newcastle. Keine Ahnung, irgendeine Legende war es. Der wurde die Fähigkeit zugeschrieben, dass du ein Gewehr ziehst. Das könnte die Blue Kraber sein, mit der du wahrscheinlich 3 Schuss hast. Und das klingt ein bisschen so ähnlich. Und das werden wahrscheinlich, das wird ein Custom-Gewehr sein, mit dem du ein paar Schüsse abgibst, die eine Schadensverdopplung verursachen, nur für Vantage. Das ist ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, verwirrend. Vergesst nicht, dass das Leaks sind. Hier kann sich noch einiges tun, gerade an den Bildern und gerade je später, je weiter unten in der Legendenliste unten rechts sich diese ganze Geschichte bewegt, desto später kommen die Legenden.
und da kann sich noch so viel an den Fähigkeiten, an der Optik tun und so weiter und so fort. Das war's vorerst von mir. Ich hoffe, dass ich in naher Zukunft wieder mehr Infos zu Apex Legends bringen kann. Zurzeit ist es sehr rar, weil Apex mal wieder Großes für die Season versprochen hat und dennoch passiert mal wieder nichts außer Skin-Events, wo nichts passiert, kein Modus, kein nix, und das ist sehr traurig. In den letzten zwei Seasons wurde ständig irgendwas Krasses versprochen und zwischen den einzelnen Events mehr Events und es passiert irgendwie doch nichts. Es ist meiner Meinung nach eine große Enttäuschung und für alle Content-Creator sehr schwierig, neue Informationen zu liefern. Ja, deswegen ist es ein bisschen rar gesät auf meinem Kanal zurzeit mit Informationen. So ist es halt. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit diesem Video eine Freude bereiten und ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das war es jetzt von mir. Sorry für das ganze Quatsche drumherum. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.